Hier unten bei mir im Studio ist es ein kleines bisschen leerer geworden. Das Becken ist mittlerweile nach oben gewandert. Jetzt heißt es Arkas My Reef Rocks und hiermit herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich werde jetzt versuchen, das zukünftige Riff hier unten aufzubauen. Du kannst mir dabei zugucken. Ich habe mir dafür eine Schablone gefertigt, die die Innenmaße hat von dem Becken, aus dem Pappdeckeln, von dem Karton. So weiß ich ungefähr, welche Grenzen ich einzuhalten habe und vor allen Dingen muss ich nicht im Becken selber stapeln. Und jetzt werde ich versuchen, den Riffaufbau hier irgendwie so zu gestalten, dass das menschliche Auge verführt wird, dass diese Diagonale wie in einem Bildaufbau einer Fotografie, bla bla bla. Ich weiß es nicht, wie ich es hinkriege. Es ist nämlich das Schwerste überhaupt, finde ich. Meine eigenen Becken finde ich nie so schön, so wie die von denen, die ich im Internet sehe zum Beispiel. Da sind immer Tiefen drinne und das sieht alles so natürlich aus. Und bei mir, ich weiß nicht, entweder ist es einfach nur aufeinander gestapelt oder ich bin ewig am Rumbauen. Und das will ich dieses Mal auf jeden Fall versuchen nicht zu tun, sondern von Anfang an den Riffaufbau so zu lassen, wie er dann auch später sein soll. Ich werde jetzt einfach mal anfangen und die Steine stapeln. Ich habe gerade versucht, einen Stein wirklich mal zu malträtieren. Ein dicker Klotz war das, der hier überhaupt gar nicht reingepasst hat, was ja auch gar nicht schlimm ist. Habe ich mit einem dicken Hammer und einem stabilen Schraubendreher zerklüftet. Ich habe quasi diesen Stein von allen Seiten malträtiert, sodass er dann irgendwann auseinandergebrochen ist. Und das ist auch übrigens eine Hälfte davon. Und ich glaube, die andere Hälfte ist diese hier. So sah das dann ungefähr aus. Es war zusammen ein dicker Klotz, den ich so nicht verwenden konnte und habe den dann zerschlagen und man sieht eigentlich fast überhaupt gar keine Spuren. Also ich habe da wirklich drin rumgeklopft, weil der Gestein ja wirklich so hart ist, dass man den, ich sag mal, wenn man den Stein auf den Boden schmeißt, dann platzen die Ecken ab, das ist klar, aber er wird nicht in tausend Teile zerbrechen. Aber was dabei herausgekommen ist, finde ich echt faszinierend, denn man sieht gar nicht die Bruchstellen so wirklich. Das heißt, er behält seine natürliche Form. Und das finde ich super gut. Es rieselt. Das ganze Studio ist voller Steine gerieselt. Es staubt ein bisschen. Also auch die Hände sehen danach aus wie zerschnitten, weil es so viele scharfe Kanten hat. Man sollte wahrscheinlich dann auch Handschuhe dabei tragen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber egal. Aber was dabei rausgekommen ist, ist wirklich schön. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Denn jetzt kann ich meinen Riffaufbau ganz anders gestalten. Und da werde ich jetzt einfach mal anfangen, wie es ungefähr aussehen könnte in Zukunft und werde mich dann hier langhangeln. Ich werde versuchen, umlaufend ungefähr so 5 cm von der Scheibe wegzubleiben, damit man, wenn man die Scheiben sauber macht, dass man da nicht ans Gestein kommt. Dann werde ich einfach mal loslegen. Ich habe hier zum Beispiel einen Stein schon mal verklebt und zwar habe ich das gestern gemacht mit dem Aquazement und das ist ein sehr, sehr schnell anbindender Zement. Also binnen Minuten ist der so feste, dass man den Stein nicht mehr bewegen sollte. Deswegen habe ich mir hier meine Spanngurte dran befestigt, die das Ganze einfach ein bisschen in Form halten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und hier vielleicht mal so als Tipp für die Verarbeitung. Flache Flächen aufeinander zu kleben, das funktioniert natürlich nur bedingt. Also da wirst du nicht viel Freude dran haben. Also sowas hier zum Beispiel an dieser Stelle, wenn du da etwas machst, sondern du musst irgendwo was haben, wo der Zement auch packen kann, wo er hinterschneiden kann in diese Verklüftung. Also benutzt dann vielleicht ein bisschen mehr Material. Wenn es nicht anders geht, kannst du auch gerne mit einem Steinbohrer da mit einem 5er vorbohren und mit 10 mm nachbohren, damit das so ein bisschen wie beim Zahnarzt ist, wenn man eine Krone kriegt. Ich weiß, ist ein schlechtes Beispiel, aber das ist einfach, das gibt den ganzen Halt, ne? Und dann schmierst du in das Loch da den Aquazement rein und dann kommt halt die verklebende Stelle und benutzt nicht zu wenig Material, ansonsten wird es dir vielleicht sehr einfach auseinanderbrechen. Ich kann dir ja mal zeigen, wie stabil das Ganze ist. Also hier in diesem Stein habe ich rundherum auch noch ein bisschen Material dran gedückt. Das ist erst ein bisschen dunkelgrau und wird dann doch ein bisschen heller. Ich denke mal, es ist fast die gleiche Farbe, die das Gestein so nach einem halben Jahr annimmt. Wenn du mit den
Stein arbeitest und die zerschlägst, dann splittern dir teilweise auch so kleine Brocken ab und die kann man ja dann später mit Sekundenkleber oder sowas davor machen, damit man das Ganze einfach nicht mehr so sehen kann, die Klebestelle in der ersten Zeit. Und dann ist ja auch ganz wichtig, dass in der ersten Zeit, wo man noch so so euphorisch ist auf das Becken und dann die ganzen Klebestellen sieht, das sieht nicht so toll aus, also ich finde es nicht so schön, dann kannst du die ganz einfach verdecken. Ich werde es jetzt mal versuchen zu zerbrechen, also dann sehen wir auch, wie dick das Material ist. Also so hält es wirklich schon mal richtig gut was aus, also man kann hier schon so ein bisschen dran rumreißen und jetzt werde ich versuchen, mal das Ding mit Kraft auseinanderzuziehen, um mal zu gucken, wie stark klebt denn überhaupt dieser Kleber mit der Materialstärke, die ich aufgetragen habe. Also es geht auf jeden Fall, oh, hier fällt der Berg schon zusammen, man kann es zerreißen, aber du siehst, verhältnismäßig habe ich wenig Kleber benutzt. Ne? Hier ist so ein kleines bisschen Material, das würde ich sagen, das sind so 3 Millimeter, habe ich hier reingeschmiert und habe das dann zusammengedrückt. Und jetzt siehst du, wie wenig Kontaktflächen da eigentlich nur sind. Und da musst du auf jeden Fall mehr Material benutzen, damit das Ganze auch wirklich stabil bleibt. Ich finde es nicht schlimm, dass es jetzt kaputt gegangen ist. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie viel Kraft muss ich aufwenden, damit das Gestein auseinanderbröselt. Das werde ich in meinem Aquarium dann wohl nicht haben, aber später, wenn die Korallen wachsen und da ist Strömung drin, dann gibt es ja auch eine Hebelwirkung. Entweder reißen die Korallen ab, wenn man sie schlecht verklebt hat, oder vielleicht das Gestein. Und das wäre doof, wenn das dann vorne an die Scheibe fällt. Also hier mal für mich zum Test. Das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Und werde jetzt auch gleich ein bisschen kleben und werde das mal filmen und dir zeigen, wie es funktioniert. Ich habe hier den Becher von gestern noch. Du siehst, also in einem Kunststoffbecher kann man das ganz einfach wieder rausbröseln und dann kannst du den Becher wieder verwenden. Und ich mische immer nur kleine Mengen an, ungefähr so 2-3 Esslöffelchen von meiner Tochter. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich konzentriere mich dann immer auf ein Gestein und verklebe das erstmal und mische dann das Neues an für eine neue Klebestelle. Ansonsten wirst du da nicht fröhlich, wenn dir der Kleber hart wird. Deswegen immer lieber Stück für Stück arbeiten und so viele Klebestellen sehe ich auch schon, werden das gar nicht werden. Mal gucken, wie es wird. Ich werde da ein kleines bisschen weiterbauen. Mal gucken, ob ich noch was hinbekomme und dann zeige ich dir gleich mal, wie man das Ganze verklebt. Nach gefühlten 35 Aufbauten habe ich etwas gefunden, was mir, denke ich mal, ganz gut gefällt. Und ich bin da folgendermaßen vorgegangen. Fehler war, ich habe versucht, so viel Steine zu verarbeiten, wie es nur ging. Und da das Becken nur ungefähr 23 cm Tiefe hat, weil sich ja im hinteren Bereich der Technikteil befindet, habe ich versucht, erstmal so die Steine drumherum zu bauen, wie so ein Kreis, um dort wie immer mal so eine Wand zu schaffen. Und dann gefiel mir das aber nicht, weil das Becken war einfach zu überladen. Dann bin ich hoch zum Becken gegangen und habe ins leere Becken reingeguckt und habe mir überlegt, René, was möchtest du gerne sehen in dem Becken? Was erweckt deine Neugier? Und da habe ich mich für entschieden, dass ich zum einen eine Säule haben möchte, wo man drumherum gucken kann, dass man so neugierig um die Ecken gucken kann. Ich habe so ein kleines bisschen Schlucht. Also ich weiß noch nicht, ob ich den rauslassen werde oder den da reinstelle. Das entscheide ich später. Aber ich habe hier meine kleine Schlucht. Ich habe so eine kleine aufsteigende Diagonale, die so ein bisschen Tiefenwirkung schafft. Und einen kleinen Überhang hier vorne. Mal schauen, ob ich diesen letzten Stein da noch rausnehme. Diesen Teil habe ich gestern schon mal geklebt. Und zwar denke ich mir, dass es so einfacher ist, wenn man das etappenweise macht. Und ich denke, jetzt bin ich bereit, das Ganze zu verkleben und hoffe, dass es auch wirklich nachher so aussieht, wie jetzt hier. Denn ich habe mal versucht, nach dem Foto was nachzustellen und die Steine, die sind so unterschiedlich und gleichzeitig gleich, das ist mir einfach nicht gelungen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt, mache als erstes die Säule und dann gehe ich mal hier vor und guck mal, in wie vielen Teilen ich das Ganze dann verklebe, dass ich es dann auch ordentlich ins Becken setzen kann. Nicht zu groß und nicht zu schwer, sonst eckt man nachher irgendwo an. Ich denke mal, das werden so 3 oder 4 Segmente werden. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt kleben. Ich brauche mein Becherchen, den Aquazement und vollends salztes Wasser. Also ich will mich jetzt auf die Säule konzentrieren, nehme schon mal Gummibänder zur Hand, denn das macht es viel, viel einfacher, habe ich gemerkt. So, jetzt versuche ich den mal, ja okay, also wie viele Teile haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4 Teile, ja super, René.
Okay, ich glaube, es macht Sinn, diesen Teil hier einfach mal voll zu quatschen mit dem Zeug. Und zwar so, dass es auch von alleine stehen kann. Und den dann da oben drauf. Ja, das könnte halten. Also erstmal muss ich hier diesen Teil verkleben. Dazu nehme ich mir, ich denke, 2 Löffel sollten ausreichen. Ja, kriege ich da noch ein Gummiband rum? Dann kriege ich es nachher nicht mehr weg. Ja, ich probiere es mal so. Gut verrühren, gut verrühren. So, und zwar setze ich dich hier rein. Nicht zu wenig, dass so ein bisschen Material da bleibt. Ja, wunderbar. Drück das mit dem Löffel hier so richtig schön rein, damit das schön sich verklemmen kann quasi. So, das war der erste Teil. Ja, den Rest hole ich noch raus, der ist noch okay, den kann man noch benutzen. Und mal wieder mit dem Finger anpacken, ist klar. Schön schmieren hier. Jetzt schaffe ich auch ein bisschen mehr Auflagefläche für den nächsten Stein. So, das lasse ich jetzt erstmal kurz antrocknen. So, den nächsten Stein verklebe ich hier unten. Da werde ich 3 Löffel anmischen für, denke ich. Das sollte funktionieren. Also nochmal hier voll ins salziges Wasser, damit ich kein Silikat reinbringe in mein Becken. Man kann die Reaktionszeit mit Zitronensäure ein bisschen hinauszögern, aber das werde ich jetzt gar nicht machen, denn ich möchte eigentlich sehr schnell diese Säule hier verkleben. Das war wild. So. Und mal gucken, ob ich das jetzt mit einem Gummiband fixieren muss oder ob ich das abstützen muss sogar. Ja, es könnte halten. Die Frage ist, wie halte ich das mir jetzt feste mit den Gummibändern? Wo kann ich hinter? Hier ist eine Stelle. Jetzt ist es wichtig, dass man den Druck aufrecht erhält und sich auch beeilt beim Befestigen, denn sonst härtet der aus, aber hat keine Verbindung mehr. So, und ich werde den von hinten auch noch ein kleines bisschen abstützen, damit da nichts passiert. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt kommt der letzte Stein. Den möchte ich so haben, ein bisschen Abstand zum anderen, damit man überall zwischen die Ritzen durchgucken kann. Und vor allen Dingen, dass es nicht wieder nachher aussieht wie ein Klumpen. Ja, dafür brauche ich, denke ich mal, auch 2 bis 3 Löffel. So. Also kümmert euch nicht um die Klebestellen, dass die erstmal doof aussehen. Die verändern natürlich noch ihre Farbe, die werden noch heller. Und später, wie gesagt, die kleinen Krümel einfach mit Sekundenkleber dran kleben, um dann die Klebestellen zu verdecken. Also ich mache das jetzt nicht ganz umsonst so hastig, denn du wirst dich wundern, wie schnell dann doch dieses Zeug hier anbindet. Da, wo die Kontaktfläche ist, richtig schön drauf und dann matscht sich das ja zu allen Seiten. So, ich glaube, so rum war es. Ja, das ist dann auch immer die Schwierigkeit. Wie rum wollte ich den Stein da draufkleben? So, jetzt drücke ich das noch so ein bisschen an,
drücke es ein bisschen nach dahinter, in die Ritzen rein. Und die Würstchen so ein bisschen anmatschen, damit das nicht aussieht wie eine Klebestelle, sondern vielleicht später mal, als wenn es ein fertiges Gestein ist. So. Das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. So kann ich arbeiten. Jetzt solltest du nicht mehr am Tisch rumwackeln, denn noch ist da überhaupt nichts feste. Ich würde es auf jeden Fall über Nacht aushärten lassen, bevor du es anpackst oder bewegst. Auch nicht zwischendurch mal dran wackeln, na, ist vielleicht schon feste, dann könnte sich die Verbindung sofort lösen. So, das war der erste Becher hier. Das geht rucki zucki. Das ist jetzt noch nicht hart, aber man sieht schon, es kommen schon harte Brocken raus. Also es härtet wirklich schön schnell an, muss ich sagen. Kommen wir jetzt zu diesem Riesenteil hier. Ich werde anfangen, glaube ich, erstmal diese Spitze hier zu verkleben. Du siehst meine Konstruktion mit dem Gummiband. Ich bin gespannt, ob das dann auch gleich so hält. Es wird natürlich nicht so halten, denn da muss der Stein drauf, um das abzustützen. Da muss ich mir das Gummiband anders legen. Und das werde ich mal versuchen, ob es jetzt auch anders hält. Ja, so wird es funktionieren. Dich lege ich zur Seite. Also so soll er drauf. Da werde ich, denke ich mal, 1,5 Löffel für benutzen nur. Hier von gerade. Wird schon hart. Also das sieht so einfach aus mit dem Wiederfinden der Formation. Ich muss es jetzt nochmal dran halten. Denn manchmal gefällt einem nicht, wenn der Stein so sitzt, aber so sieht es dann wieder gut aus. So war es auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Löffelchen. Schon fast zu flüssig geworden, aber noch mal rumrühren, damit man auch den Rest der Masse richtig untermischen kann. So, jetzt ist es schon fast zu flüssig, muss ich sagen, aber gucken wir uns das mal an. Diesmal mache ich es hier drauf. So. Gummiband dran. So, hier war es jetzt schon zu flüssig. Da merkt man, dass das hält überhaupt gar nicht. Das papst überhaupt nicht an. Und die... Da war sie. Da gab es so eine Position, wo man merkt, da verkrallt sich irgendwas. Dann schmiere ich jetzt den Rest noch von oben drauf, um das Ganze noch stabiler zu gestalten an der Stelle. Und vor allen Dingen im hinteren Bereich sieht man es ja eh nicht. Da ist es egal. Da kann man ruhig ein bisschen mehr Material verwenden. So, der kann aushärten. Mal ein Blick hier auf die Säule. Hier ist es dunkel, da wird es schon wirklich hell. Also die Außenhülle, die hat schon reagiert, aber der Kern natürlich nicht. Und wenn du da jetzt wirklich viel Masse verwendest, macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze über Nacht trocknen zu lassen. So, kommen wir zu dem Okolyt. Hier habe ich ja meine Säule, das heißt, der muss mit dem verbunden werden. Okay. Der passt wunderbar in den rein, also den verklebe ich als erstes. Die Frage ist manchmal, glaube ich, macht das Sinn, wirklich alles miteinander zu verkleben? Wenn ich den nicht abstütze, muss ich den auf jeden Fall verkleben. Und zwar mit dem hier.
Die Gefahr ist aber dann beim Reinsetzen, dass ich irgendwo anecke oder dass es vielleicht doch nicht so schön aussieht, weil die Scheibe ziemlich nah hier dran ist. Also werde ich nur diesen Teil hier miteinander verkleben und den separat lassen, um dann vielleicht noch etwas im Becken danach zu verändern. Also den stütze ich mal etwas besser ab. Ja, er will es einfach nicht, da muss ich dich nehmen. So, hier brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Masse, damit das Ganze auch stabil hält. So, ich habe es jetzt absichtlich ein bisschen flüssiger gemacht, damit es in die Kante nach unten ein bisschen reinläuft. So. Dann nochmal ausprobieren, wie war die Formation? Sieht es noch genauso aus wie vorher? Oder muss ich einen Stein verändern? Jetzt muss man natürlich aufpassen, der eine ist ja geklebt hier. Ja, ich denke, das funktioniert so. Ich glaube, den Diagonalen hier, den werde ich nicht verkleben, sondern nur noch den hier. Und da der dann so ein hohes Gewicht hat, wird er hier diesen kleinen Überhang auf jeden Fall auch alleine halten können. Das heißt, ich brauche nur noch mal hier die Stelle verkleben. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Dann habe ich, glaube ich, meine Klebestellen alle miteinander verbunden, die ich wollte. Und vor allen Dingen, ich kann das Ganze noch handeln. Es wird nicht zu schwer, es wird nicht zu groß, weil die Fläche wirklich begrenzt ist hier in dem Becken. Das sollte so funktionieren. So, wie viel Menge brauche ich? Da der so ein bisschen hohl ist, brauche ich ein bisschen mehr Menge. Da werde ich, glaube ich, drei Löffel. Noch die perfekte Position finden, damit ich den anderen Stein oben besser positionieren kann. Hier diese Schräge. Ja, das sieht ganz gut aus. So muss es sein. Siehst du, da ist ein bisschen mehr drauf. So, das sieht gut aus. Hier drückt sich der Kleber wirklich in jede kleine Ritzen rein. Und das sollte auf jeden Fall... Oh, hier ist er schon fester an der Stelle. Da kann ich nichts mehr machen. Aber der krallt sich da wirklich gut feste. Und jetzt lege ich einfach den anderen Stein drauf zum Beschweren und dann lasse ich das Ganze mal trocknen. Will nicht. Abstützen. Ja, abstützen, gute Idee. So, lassen wir mal trocknen. Es sind jetzt 8 Stunden vergangen und ich werde jetzt hier diese Klebestellen mit kleinen Steinen kaschieren, indem ich den Sekundenkleber von Arca nehme. Das ist sehr, sehr einfach. Also ich nehme nicht wieder den Zement, sondern jetzt kaschiere ich nur noch mit Sekundenkleber, weil es einfach mega einfach ist. Hier die Klebestellen und habe dann, wenn es dann im Becken ist,
die erste Zeit nicht immer diese Klebestelle im Auge. Das gefällt mir nicht so gut. Der Riffaufbau gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es ist mal was ganz anderes. Es ist nicht dieser Berg, der sich auftürmt nach hinten, den ich sonst immer gemacht habe, oder sogar der lose Schutthaufen. Es ist mal was ganz anderes. Es ist ein bisschen freier. Ich gebe den Korallen mehr Platz zum Wachsen und habe dann auch schon bemerkt, dieser Überhang, das wird wahrscheinlich funktionieren, aber wenn hier mal eine schwere Koralle drauf ist und durch die Strömung diese Hebelwirkung wirken kann, dann kann es doch mal sein, dass es doch nach vorne kippt. Deswegen werde ich dann im Becken selber mit Epoxykleber von Arca. Das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber. Den muss man aus diesen zwei Knetmassen, so kann man sich so kleine Kügelchen machen und kann dann auch unter Wasser im Becken das Ganze nochmal verkleben und ein bisschen stabilisieren. Das mache ich dann von hinten und dann sieht man es halt nicht. Und so werde ich mal ins Rennen gehen und werde jetzt mal die Klebestellen bekleben. Fünfte Minuten später sind alle Klebestellen kaschiert. Ich bin jetzt, glaube ich, mal reif für die Dusche, bringe jetzt alles hoch und wir sehen uns beim Einrichten des Beckens. Jetzt ist alles vorbereitet für den Start des Beckens. Ich habe die Steine fertig, ich habe den Live Sand, ich habe vollentsalztes Wasser, ich habe das Meersalz, ich habe Starterbakterien. Doch bevor es losgeht, zeige ich dir, wie ich die zweite Marine 3.0 in die Abdeckung montiert habe. Um eine zweite Marine 3.0 zu montieren, brauchst du lediglich das kleine Set, was mit im Lieferumfang dabei war, und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Lampe verschieben. Und wieder befestigen. So, die Lampe sitzt bombenfest drin, dann kommt einfach die zweite dazu. Ich montiere die Lampe so rum, dass das Kabel auf der gleichen Seite ist. Denn hier ist so ein kleiner Kabelkanal, wo man die Kabel reinklemmen kann. Und dann baumeln die einfach nicht im Becken rum. Im Set sind die Bügel und die kleinen Schrauben. Und es ist einfacher zu montieren, wenn du dir die Schrauben als erstes durch die Bohrung steckst. Dann musst du die nicht so doof da reinfummeln. Und dann kannst du die ganz einfach befestigen. So, die Lampen sitzen wirklich bombenfest da drinne. Dann einfach nur die Kabel verlegen. Nummer 1. Nummer 2 kommt auch da rein. Das passt. Super. Und hier ist ein kleiner Bügel. Da kann man die Kabel rein und raus machen. Du hättest das jetzt auch hierhin verlegen können, aber da hast du nicht diesen schönen Kanal wie auf der Seite, deswegen mache ich das beides über eine Seite. Und vor allen Dingen, wenn du mal die Haube abnimmst, dann ist es einfacher, das nachher mit dieser kleinen Nase hier wieder zu orientieren, weil wenn es an beiden Seiten ist, dann fummelt man mit zwei hinten an beiden Seiten rum. Und auf einer Seite ist es viel einfacher. Also, das war's schon. Lampe ist montiert. Weiter geht's. Ich habe gerade noch ein kleines bisschen rumgespielt, um die Stabilität von Säulen und diesem Überhang hier ein bisschen zu verbessern. Und zwar habe ich mir dazu so kleine Füßchen hier dran zementiert. Denn manchmal ist es ja so, dass dir ein Stein wunderbar gefällt, der hat aber keine gerade Fläche unten, keine schöne Standfläche, der kippelt.
dann zementiert ihr doch einfach Füße unten dran. Und das hat wunderbar geklappt. Und ich habe so ein bisschen die Auflagenflächen hier auch einfach mit Zement beschmiert, damit, ich sag mal, diese extrem harten Spitzen einfach nicht aufs Glas drücken. Und wenn du dir sogar Folie oder PVC-Unterlagen darunter machst, dann kriegst du richtig schöne glatte Flächen hin, also spiegelglatte Flächen, und hast eine schöne gerade Ebene zum Platzieren. Hat wirklich gut funktioniert. Jetzt wollen wir die Dinger mal reinsetzen und ich hoffe, der Plan geht auf. Also hier als erstes nehme ich den Überhang. Der sitzt ungefähr hier. Was haben wir denn als nächstes? Die Ecke. Komm, nehmen wir die Ecke hier. Jetzt kommt die Ecke links. Und ich bin jetzt schon froh, dass ich viele kleine Teile benutzt habe und nicht alles zusammen zementiert habe, denn es ist schwer und man hat so ein kleines bisschen Schiss, dass ein Stein aufs Glas fällt. Und ich bin echt froh, dass ich kleine Steine gewählt habe. Und ich merke jetzt schon, hier ist noch gut Platz vorne zur Scheibe hin. Ein bisschen entspannter bin ich schon. So, dann kommt die Stütze. Dann kommt der Stein, mit dem ich noch nicht weiß, was ich mache. Und meine kleine Säule. Bei der Säule habe ich es nämlich auch gemacht. Da habe ich einen kleinen Fuß dran zementiert, nur um einfach sicher zu sein, dass der nicht irgendwann mal umkippt. Und jetzt ist es so wie der menschliche Fuß, total stabil. So. So. Wie war der? So rum. Also so wie das Becken jetzt auf mich wirkt, glaube ich, habe ich für mich alles richtig gemacht. Ich habe die Höhe richtig gewählt. Ich habe die Menge an Steinen richtig gewählt. Und wenn man jetzt mal die Menge der Steine betrachtet, ist es ungefähr die Hälfte von dem, was in einem 20-Kilo-Karton drin ist. So ein Kilo kostet ungefähr 4 Euro. Also wir liegen jetzt hier bei der Einrichtung von ungefähr 40 Euro. Und das finde ich echt für so ein relativ großes, kleines Becken ist das ein guter Preis. Ich bin sehr zufrieden damit. Als Bodengrund habe ich mir diesmal den Ocean Direct Caribbean Sand ausgesucht. Das ist ein ganz, ganz feiner Sand. Der hat eine Körnung von 0,6 bis 1 mm. Ist der Anteil bis 50%, vielleicht sogar 70%. Und danach wird es ein kleines bisschen größer. Es kann mal ein Stück drin sein, was 6 mm hat. Aber eigentlich ist es eher ein ganz, ganz feiner Sand. Und das habe ich deswegen gewählt. Sonst in der Vergangenheit habe ich immer sehr, sehr groben Korallenbruch verwendet und habe mich eigentlich gewundert, warum ist mein Boden immer so voller Mulm, so richtig schmutz und dreckig. Und die Erklärung ist eigentlich ganz, ganz einfach. Durch die Strömung wird das ganze Futter eigentlich direkt immer in diesen groben Korallenbruch reingetrieben und vermodert dann da drinne. Und wenn man jetzt so einen Feinsand nimmt, dann wird es darüber weggetrieben und landet dann irgendwann in der Filtrierung drin. Und deswegen habe ich mich diesmal für einen sehr, sehr feinen Sand entschieden und hoffe, das Becken bleibt einfach ein kleines bisschen sauberer. Hier sind natürlich lebende Kulturen drin, Bakterien, das Ganze ist in so einer Spezialverpackung drin, die quasi Sauerstoff reinlässt, aber keine Feuchtigkeit raus. Das Ganze soll unbegrenzt haltbar sein in dieser Verpackung. Ich habe mir den Löffel von der Mutti geklaut, aber das bleibt unser Geheimnis. Und jetzt hauen wir mal den Sand rein. So, was ist hier oben drin? So eine kleine Tüte. Das ist der Biomagnet. Ah, okay. Lass mal eben lesen, das ist auf Englisch. Okay, das ist der Biomagnet. Eine Flüssigkeit, die man einfach nachher mit ins Wasser reingibt und das den Bakterien dann nochmal als Start helfen soll. Das geben wir dann nachher rein. Und jetzt verteilen wir erstmal den Sand. Also ich werde jetzt erstmal eine Kelle rausnehmen, um dir den zu zeigen. Ja, ich weiß nicht, kann man es gut erkennen? Es ist auf jeden Fall, ja, es ist wie Sandstrand. Fast Pulversand. Und dann verteilen wir das Ganze jetzt mal.
alles rieselt hier voll, aber pssst, wenn das die Mama hört, dann kriege ich richtig Lack. Also ich glaube, wenn das mal alles platt wird und sich verteilt, dann bin ich jetzt nicht ganz bei einem Zentimeter. Und ich habe, da ist noch so viel drin in der Tüte. Mehr als halb voll. Halb voll bis mehr als halb voll. Das reicht auf jeden Fall für größere Aquarien und vielleicht für ein weiteres. Für mich reicht die Menge an Sand nun aus. Das heißt, ich werde das Becken jetzt befüllen. Ich nehme 10 Liter Eimer mit einer Markierung dran, dass ich immer ganz genau weiß, wie viel Wasser gebe ich nun in dieses Becken hinein. Denn 123 Liter sind ja in diesem Becken normalerweise drin. Aber durch die Technik, den Stein und den Sand wird ja auch Wasser verdrängt. Das heißt, ich möchte nachher für spätere Berechnung ganz genau wissen, wie viel Liter befindet sich in diesem Becken. 35 Gramm von dem Salz gebe ich hinzu auf 1 Liter Wasser. Und damit starten wir jetzt. Es sind mittlerweile 24 Stunden vergangen und die Trübung hat sich ein kleines bisschen gelegt. Das sieht schon relativ klar aus. Ich werde diesen groben Filter jetzt einen von den beiden austauschen zu einem Feinfilter, um die letzte Trübung noch rauszubekommen. Und dann wollen wir das Becken mal mit Starterbakterien anfangen zu dosieren. Und zwar fange ich an mit Arkas Special Blend. Das sind so die Starterbakterien, weil ja alles tot drin ist. Und dann werde ich danach noch das Need Out 2 dosieren, was dann dafür sorgt, dass Ammonium und Ammoniak, was ja giftig ist für unser System, umzuwandeln in Nitrit. Und beide zusammen machen dann aus dem Nitrit das Nitrat. Das heißt, der ganze Kreislauf, der kommt schon in Schwung. Das heißt, man kann dann auch schon anfangen, Korallenindikatoren, sage ich jetzt mal, reinzusetzen, damit der ganze Prozess auch bestehen bleibt. Und das werde ich dann auch gleich machen. Und das nächste, was jetzt ist, der Abschäumer läuft mit. Und zwar werde ich den 2 Stunden am Tag versetzt, einmal morgens und einmal abends laufen lassen, damit das System auch gut mit Sauerstoff versorgt wird, was die Bakterien dann auch benötigen. Übrigens gibt es hierzu auch einen schönen Dosierplan, wie man das zu dosieren hat und in welcher Reihenfolge. Das ist sehr einfach erklärt über die ganzen Wochen in der sogenannten Einlaufphase, die ja mit diesen Starterbakterien etwas anders verläuft, als wenn du das so wie früher machtest mit lebenden Gesteinen und ohne Bakterien impfen. Da geht der ganze Prozess von allein und ganz langsam los. Deswegen war da damals auch die Einlaufphase viel, viel länger. Heute kann man das schneller machen. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass man in der Anfangsphase, je nachdem, wie man sein Wasser aufbereitet hat, kein Silikat mit reinbringt und dann vielleicht sogar Dinos kriegt oder ja, Kyanos kommen ja meistens dann etwas später. Aber so Dino-Flagellaten, da reagieren doch die Korallen sehr, sehr beleidigt drauf. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Aber ansonsten habe ich eigentlich gar keinen Schiss, dass hier irgendwas passiert. Weil ich habe wirklich gut aufgepasst, dass kein Silikat mit reinkommt zum Beispiel. Aber ich weiß ja nicht, was so im Gestein oder im Bodengrund drin ist. Also der Hersteller sagt, aus dem Gestein kommt absolut nichts raus. Da ist absolut nichts drin. Bei dem Bodengrund weiß ich es nicht, was da drin ist. Keine Ahnung. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig und werde dann erstmal Indikatorkorallen reinsetzen jetzt in den nächsten Tagen, damit dann auch dieser Prozess bestehen bleibt bei der Dosierung von den Bakterien. Worauf du achten solltest, wenn du die beiden Mittel dosierst, dass du das Special Blend als erstes benutzt und dann das Need Out 2. Das steht auch so in der Beschreibung drin, damit einfach die Reihenfolge eingehalten wird. Und dann das Special Blend dann jeden Tag in der ersten Woche und dann geht das dann nur noch wöchentlich. Und zum späteren Zeitpunkt geht das dann einfach nur noch, wenn du Wasserwechsel machst als Wartungsintervall, damit diese Bakterien immer wieder aufgefrischt sind. Bei dem Need Out solltest du aufpassen, wenn du das dann öffnest, muss es auf jeden Fall in den Kühlschrank. Das musst du dann auch nur so lange impfen, wie du Ammonium und Ammoniak messen kannst. Danach brauchst du es dann einfach nicht mehr. Dann setzen wir jetzt mal die Korallen rein. Ach nee, das kommt erst in den dritten Teil. Und zwar die Korallen einsetzen und die Strömung, Temperaturmanagement, denke ich, werde ich ansprechen. Und ja, vielleicht irgendwie andere Mittel, die man noch automatisieren kann. Ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis ich die Themen wieder zusammen habe. Und das Becken, das muss ich ja auch jetzt erstmal entwickeln. Aber ich werde wieder Step by Step das Ganze dokumentieren. Und wenn du Lust hast, kannst du ja auf meiner Facebook-Seite mal zwischendurch reingucken. Dort werde ich ein bisschen teasern, was dann im nächsten Teil schon kommt. Ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Teil wieder einschaltest und würde sagen, bis bald.